Handwerkliche Spitzenleistungen auf Abruf, sekundengenaues Arbeiten, höchste Konzentration. Und das bis in die Spitzen. Genau das trainieren die Friseure des deutschen Teams für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Vor dem größten Wettbewerb des internationalen Friseurhandwerks trafen sich die Friseure des deutschen Kaders in der Handwerkskammer Koblenz zum offiziellen Abschlusstraining. Das WM-Trainingszentrum ist eine Kooperation der Handwerkskammer mit dem Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks. Die Veranstaltung heute, beziehungsweise nicht nur heute, sondern das ganze Wochenende, ist ein gemeinsames Training aller Wettbewerbsteilnehmer, die also am 17. und 18. September zur Weltmeisterschaft nach Paris gehen. Und hier wird also jetzt getüftelt an den Frisuren, an den Haarschnitten und an den Haarfarben. Und wichtig ist hier, dass also immer ein Trainerteam da ist, das zusammenarbeitet, um mehrere Meinungen einholen zu können, um dann auch nachher erfolgreich sein zu wollen. Fast täglich haben sich die Akteure auf die wohl größte Herausforderung ihrer Wettbewerbslaufbahn vorbereitet. Der Zeitplan mit den Trainingsterminen ist genau durchgetaktet. Die Teilnehmer trainieren ja intern in ihren kleinen Gruppen. Das heißt, da ist ein Trainer, der dann zwei, drei Leute betreut. Diese werden also in diesen Gruppen dann vorbereitet. Das machen die abends, das machen die an Wochenenden. Und hier trifft man sich nachher dann mit allen Gruppen zusammen. Und dann gucken auch die anderen Trainer mal bei den anderen mit drüber und dann gibt man nochmal so den kleinen Tipp oder wo man sagt, das könnte noch ein bisschen anders aussehen. Das sind so Feinheiten, die man dann nochmal in so einem Bundestraining zusammenfasst. Das sind ja Teilnehmer, die kommen eben vom Süden, aus dem Norden, aus dem Osten, aus dem Westen. Die Friseur-WM stellt höchste Ansprüche an die fachliche Qualität der Arbeiten, für die auf der Meisterschaftsbühne nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. Aber wird wirklich das ganze Spektrum von abgefahrenen Schnitten bis hin zu aufwendigen Kolorationen gefordert? Also hier geht es schon um abgefahrene Sachen. Es ist die hohe Kunst des Frisierens. Wir vergleichen es immer sehr gern mit der Formel 1 beim Autofahren. So fährt kein Mensch Auto auf der Straße und so macht auch kein Mensch Haare im Salon. Sondern wir machen halt hier Haare, was die hohe Kunst ist. Das sind einfach Arbeiten, die ein hohes technisches Gefühl verlangen, die sehr viel Anspruch an Extremität teilweise haben. Also es soll schon sehr aufwendig sein, aber eben auch eine hohe Kunst im Gesamtbild nachher sind. Dieter Schöllhorn ist der Trainer in der Kategorie Junior Ladies Hair. Mit seinem Junior-Team verfolgt er ein klares Ziel. Wir sind die Trainer, wir bereiten die Leute vor und gehen dann mit denen zusammen, wie beim Sport, zusammen zum Wettbewerb und versuchen natürlich da aufs Treppchen zu kommen in Paris. Für Lea und ihre beiden Teamkolleginnen ist die Vorbereitungszeit durchgeplant. Aufgeregt ist sie jetzt aber noch nicht. Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also klar, die Vorbereitungen laufen. Wir trainieren jedes Wochenende plus unter der Woche nach der Arbeit. Oder ich fahre auch nach Augsburg mal unter der Woche zum Trainieren. Ja, Aufregung kommt, denke ich, erst kurz vorher. Also naja, aber ich freue mich sehr drauf. Außerhalb der Extra- und Wochenendtrainings beginnt der Tag für Lea und ihre beiden Teamkolleginnen morgens am Puppenkopf. Wir haben alle Puppenköpfe und das beginnt dann meistens um 8:30, 9 morgens. Dann fangen wir an, frisieren die Köpfe oder waschen sie und frisieren sie dann immer hintereinander auf Zeit. Wir müssen das Ganze ja in 15 Minuten schaffen. Also spätestens in 15 Minuten, dann ist vorbei. Und genau so ist eigentlich immer wieder die Wiederholung, dass Routine reinkommt und weil das dann doch ein bisschen mehr Zeit aufbringt. Ja. Genau. Im Team. Jeder hilft jedem. Weil die WM ist ein Teamwettbewerb, das heißt alle drei Wettbewerberinnen, die Punkte, die Gesamtpunktzahl ist dann entscheidend. Nach den heißen Trainingsphasen wünscht man den Akteuren des Kaders natürlich, dass sich die zeitintensive Vorbereitungszeit auszahlt. Das entscheiden nur leider nicht die Teams selbst, auch Jurymitglieder sind vor Ort in der Handwerkskammer. Bei der Weltmeisterschaft haben die Juroren klare Aufgaben und Bewertungskriterien. Ja, meine Aufgabe ist relativ einfach. Ich bewerte die Ergebnisse der Teilnehmer. Hier ist es so, dass im Grunde für jeden Wettkampf gibt es verschiedene Vorgaben, Ausschreibungen, was erfüllt ist, was erfüllt sein muss, was teilweise verboten ist oder was erlaubt ist. Es ist ein relativ enges Reglement in manchen Wettkämpfen. Manche dürfen auch sehr, sehr viel frei und kreativ arbeiten. Und meine Aufgabe ist es dann A, ob das Reglement eingehalten worden ist und dann zu bewerten, wie weit die kreative Umsetzung erfolgt ist. Also ist was Neues dabei oder ist es was, was man schon öfters gesehen hat? Ne? Und das gibt es dann verschiedene Punkte für, wird nach einem Punktesystem bewertet. Und dann ja, ist meine Aufgabe, das Ganze zu machen. Und dann habe ich halt in jedem Durchgang sind wir zu siebt, also 7 Juroren, immer aus einem anderen Land ein anderer Juror, dass es da auch keine Klüngeleien großartig gibt. Und dann gehen wir da oben drauf und bewerten die Arbeiten der Teilnehmer.
Nur noch wenige Male schlafen, bevor die Friseurteams auf der Meisterschaftsbühne schneiden, kolorieren und auf Zeit ihr Bestes geben. Am 17. September ist es dann endlich soweit und die deutsche Auswahl kämpft um den Weltmeistertitel.